Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir ja Anfang des Jahres die Chanel Dead Sandals gekauft und jetzt so vor anderthalb Monaten die Birkenstock Arizona auch in der Farbe Schwarz. Und ihr wisst ja, ich habe so das ein oder andere Problem mit der Chanel Sandale, dazu gleich noch mehr. Und habe mir deshalb gedacht, dass es vielleicht ein ganz schönes Vergleichsvideo ist, mal die Chanel Dead Sandals mit den Birkenstock Arizona Sandalen zu vergleichen. Und auch so ein paar Punkte hinzuweisen, die euch vielleicht helfen in eurer eigenen Kaufentscheidung. Denn die Chanel-Sandalen sind ja deutlich teurer als die Birkenstock-Sandalen. Auch die Birkenstock-Sandalen sind mit, ich glaube, 90 Euro ja auch jetzt nicht billig. Aber ich finde ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, was da an der Stelle hintersteckt. Und deshalb habe ich gedacht, setzen wir uns heute mal zusammen und widmen den beiden Schuhen ein Video. Und ich habe nachher auch noch, falls ihr mir nicht auf Instagram folgt, habe ich noch ein Unboxing für euch mitgebracht über eine neue Hermes-Sandale. Das Unboxing ist allerdings total fehlgeschlagen, beziehungsweise der Schuh ist total fehlgeschlagen, aber dazu auch später mehr. Ich würde sagen, wir fangen einmal mit den Chanel-Sandalen an. Die habe ich, glaube, im Januar im Store gekauft. Ich weiß gar nicht, das war irgendwie relativ spontan, dass Kevin und ich in der Stadt gewesen sind. Wir waren, glaube ich, bei MS gewesen. Dann hatte ich gesagt, Mensch, ich würde irgendwie gerne mal bei Chanel rein und fragen, ob die Sandalen da haben, weil ich würde sie einfach gerne mal anprobieren. Und dann hatte ich eine total liebe Verkäuferin und sie hatten sie tatsächlich da, allerdings in Größe 41. Und ich habe ja immer Größe 42 bzw. 43. Und dann hatte sie geguckt und im Berliner Store war die Größe 42 noch verfügbar. Und dann hat sie gesagt, sie probiert, ob sie den Schuh für mich nach Hamburg bestellen kann. Und ein paar Tage später waren sie dann da und ich konnte sie anprobieren. Und die haben perfekt gepasst. Die 41er, die hatte auch schon gepasst von der Länge. Wobei man so trotzdem sehen konnte, sie hätte ein bisschen weit, ein bisschen länger sein dürfen. Und sie saß sehr eng in der Breite. Und deshalb war das so, dass die 42, als ich die dann anprobiert habe, die saß absolut perfekt. Und das kann ich auch nicht anders sagen. Wenn ich in den Schuh reinschlupfe, sitzt der wirklich perfekt. Und ich betone nochmal, ich habe tendenziell eher die Größe 43. Das ist aber etwas, was man den Chanel-Sandalen durchaus auch nachsagt, dass die ein bisschen größer ausfallen. Das ist vielleicht auch nochmal interessant, falls ihr euch für den Schuh interessiert und auch Secondhand gucken solltet. Die Schuhe haben hier unten halt eine Sohle und dann gibt es hier auch noch so ein bisschen, gibt es hier auch noch so einen Rand. Das heißt, wenn ihr Secondhand gucken solltet, dann lasst euch immer dieses Innensohlenbett, wo wirklich der Fuß drin sitzt, an der Stelle ausmessen. Die Sandale ist mega schön. Also es ist eine chunky Sandale, also sie ist sehr derb, sehr grob. Halt ein schöner Kontrast zu feminineren Outfits oder ich finde die so chunky Sandalen getragen auch besonders toll, wenn das dann zum Beispiel eine Jeans ist, die etwas weiteres Bein unten hat, allerdings auch nicht zu weit oder auch eine schicke Hose. Ich finde, man kann ganz, ganz toll an der Stelle stylen. Ich liebe dieses kleine CC-Logo, so wie ich es auch auf meiner Chanel Wallet on Chain habe. Nee, gar nicht. Das ist ja einfach nur ein goldenes Logo. Und bei der Trendy auch. Und meiner. Okay, vergessen wir das. Ein lederdurchwobenes CC-Logo ist auf keiner meiner Chanel-Taschen. Es gibt aber die Brosche, ich glaube, an die habe ich gerade gedacht. Die habe ich nicht, aber die finde ich auch total toll. Und ja, ich mag diese Details an der Stelle. Ich finde es toll, dass es dieses Kaviar-Leder an der Stelle ist. Dadurch ist sie halt auch robust, weil, naja, wir hoffen es nicht, dass da irgendwie mal einer drauftritt, denn das wäre, glaube ich, ja auch für das Logo nicht so gut, weil man da, glaube ich, viel kaputt machen kann. Aber prinzipiell ist das Kaviarleder natürlich robuster und wenn man normal über den Boden geht, dann würde ja sonst, wenn hier das Lammleder wäre, auch so schnell so ein Steinchen, was da mal gegenschlägt, würde sehr schnell Kratzer hinterlassen. Es gibt diese Sandale übrigens je nach Saison auch immer mit unterschiedlichen Logos. Ich habe hier auch schon ein komplett schwarzes Logo an der Stelle gesehen und ähnliches. Also auch das variiert. Und was die Sandalen haben, was man sehen kann, sie haben hier überall diesen Klettverschluss. Das heißt, man kann sie auch noch so ganz leicht variieren. Ich würde sie allerdings nicht zu doll variieren, weil ansonsten schließt das hier nicht mehr bündig ab. Und sie sind halt hinten auch geschlossen mit dem Klettverschluss. Und das ist das größte Problem, zu dem wir jetzt mit diesem Schuh an der Stelle kommen. Und zwar schließt der Schuh hier hinten mit dieser Öse. Und dazwischen ist zwar noch so ein Lederstück,
Aber ich habe jedes Mal das Problem gehabt, wenn ich diesen Schuh getragen habe. Und lasst mich euch sagen, ich habe diesen Schuh diesen Sommer vielleicht draußen, also wirklich draußen, ich habe ihn ein-, zweimal mehr noch hier drin getragen, vielleicht mal für ein Outfit anprobiert. Oder wenn ich ihn hier zu Hause getragen habe, so ein bisschen so zum Eintragen, vielleicht auch nochmal irgendwie so eine halbe Stunde. Aber wirklich draußen habe ich diesen Schuh getragen, dreimal oder viermal. Und dann auch maximal eine halbe Stunde, also wirklich nur, wenn ich hier irgendwie in der Umgebung draußen gewesen bin, weil ich mir hier immer eine Blase gelaufen habe. Das eine Mal sogar richtig doll, da hatte ich hier eine Blase und ich weiß gar nicht, ob vorne, aber prinzipiell dieses Problem, was für mich besteht, ist hier hinten, habe ich mir eine dicke Blase gelaufen. Und musste mit dem Schuh irgendwie auch weiterlaufen. Ich habe ihn am Ende auch hinten aufgemacht und ich war nur eine halbe Stunde unterwegs. Also das ist alles in sehr, sehr kurzer Zeit passiert. Und am nächsten Tag war das auch total blutig, verkrustet halt irgendwie. Also ich habe jetzt nicht in den Schuh reingeblutet, weil da war einfach nur die Blase. Und die hat sich dann irgendwie, ja, also weiterentwickelt. Das war echt nicht schön. Und danach war ich sehr vorsichtig mit dem Tragen von diesem Schuh und als ich ihn dann halt nochmal getragen habe, habe ich festgestellt, das reibt genau da wieder. Ich wollte mir mal noch dieses Barfuß-Spray kaufen, was mir jemand von euch empfohlen hat, aber ich habe das auf meiner Einkaufsliste stehen, aber habe es irgendwie immer noch nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob das was verändern würde, aber das ist auf jeden Fall einer der Gründe, weshalb ich momentan sehr unzufrieden mit dieser Sandale bin und tatsächlich überlege, ob ich sie nicht einfach wieder verkaufe. Und das Zweite ist, dass ich diese Logos total schön finde und manchmal bei Outfits aber auch denke, ein bisschen minimalistischer würde mir noch besser gefallen. Das habt ihr ja auch in letzter Zeit bei meinen Handtaschen mitbekommen, dass ich da ja auch sehr auf minimalistische Designs momentan stehe. Das mag auch irgendwie jetzt ein Sommerphänomen sein, aber es ist ja an der Stelle auch ein Sommerschuh. Also seien wir mal ganz ehrlich, bei Tiefschnee würde ich den nicht anziehen. Und bei den Taschen habe ich das halt auch. Ich habe da auch, falls euch das interessiert, zum Thema minimalistische Taschen vor 3 Wochen ungefähr ein Video zu gemacht mit Taschenmarken unter 500 Euro aus, ich würde auch sagen, aus einer Art Designer-Bereich. Also es sind für mich auch Designer-Taschen, es sind keine Designer-Taschen wie Chanel oder Hermes, aber auf jeden Fall aus einem sehr gehobenen Segment an der Stelle. Das Video verlinke ich euch auch nochmal, falls euch das auch interessieren sollte. Ja, also prinzipiell wirklich ein toller Schuh. Ich finde das Design für sich mega toll. Ich mag den Schuh an anderen total leiden. Ich habe 2 andere YouTuber, die diese Sandale haben, angeschrieben, ob die dieses Problem hier auch hatten. Die haben das nicht gehabt. Jemand von euch hat mir allerdings geschrieben, dass sie das auch hatte beim Tragen, dass das hier immer irgendwie sehr unangenehm drückt. Und ja, ich habe eben keine Erklärung und irgendwie bislang halt auch keine Lösung dafür. Ich habe übrigens auch, ich mache ja sonntags immer das 7-Day-7-Outfit-Video und irgendwie ein, zwei Mal, jetzt habe ich was im Auge, hatte ich diese Sandale da auch an. Und für diejenigen, die dieses Design prinzipiell toll finden, aber sagen, 1500 Euro gebe ich ja jetzt nicht für einen Schuh aus, da verlinke ich euch noch meine Alternative von Alohas. Die haben nämlich auch ein Modell, das so chunky ist, auch hier hinten mit dem Riemen an der Stelle. Und dann quasi sehr schlicht und auch aber mit so einem goldenen Schneidetail. Finde ich auch mega schön. Mit denen hatte ich auch mal geliebäugelt. Und vielleicht wäre das auch eine Alternative. Vielleicht drückt das hier hinten auch nicht so, weil ich weiß nicht, ob das jetzt hier an der Machart von der Chanel-Sandale liegt. Ich weiß es nicht. Kommen wir aber ansonsten erstmal zu den Birkenstock-Sandalen. Und zwar sprechen wir hier natürlich von dem Modell Arizona. Das Modell Arizona ist das Modell, was hier die 2 Riemen an der Stelle hat. Ich habe mir letztes Jahr das Arizona-Modell schon mal in der Farbe Taupe in diesem Velourleder gekauft und habe den so viel getragen, dass ich mir gedacht habe, weil ich festgestellt habe, dass ich die Chanel-Sandalen nicht so häufig trage, aber gerne eine schwarze Chunky-Sandale haben wollte, dass ich mir gedacht habe, komm, wir es mal mit der Birkenstock-Sandale. Und die habe ich mir ja vor ein paar Wochen an einem wunderschönen Samstag, als Kevin das Wochenende weg war, und ich alleine in der Stadt war und ich im Café Noisier so einen leckeren Cappuccino getrunken habe und das erste Mal in meinem Leben einen Croffle gegessen habe und der auch noch so wunderschön aussah. An dem Tag war ich total in der Stimmung und habe mir diese Sandalen gekauft, habe sogar noch 10 Euro gespart, weil ich mich zum Newsletter angemeldet habe und es dann nochmal 10 Euro Rabatt gab, sodass ich statt 90 Euro 80 Euro bezahlt habe für die Sandale. Das ist
das Arizona-Modell in Schwarz, in dem Naturleder. Ich meine, es hat ein hartes Fußbett und hat halt hier diese schwarzen Schnallen an der Stelle. Und was für mich total gut war, wir haben hier in Hamburg halt den Store. Und wenn ihr in eurer Stadt auch die Möglichkeit habt, in einen Store zu gehen von Birkenstock, dann probiert die Sandalen an, weil ich habe das tupfarbene Modell in der Größe 42 in der normalen Weite. Habe jetzt aber festgestellt, dass ich eigentlich in den Schuhen eine Größe 43 habe, allerdings schmal. Deshalb überlege ich auch, ob ich die tupfarbenen Sandalen nicht verkaufen sollte, um sie mir dann in meiner richtigen Größe zu bestellen. Weil ich habe da von Anfang an schon gemerkt, dass sie so leicht schlubberig ist. Allerdings hatte ich jetzt nie den Eindruck, dass ich einen besonders schmalen Fuß habe. Aber als Größe 43 ist es anscheinend eher ein schmalerer Fuß. Also mein kleines zartes Füßchen hier. Ja, das zeigt aber auch schon den Unterschied zu anderen Schuhherstellern, so wie die Chanel-Sandale. Man kann hier ein bisschen individueller seinen Schuh sich aussuchen. Also es gibt natürlich verschiedene Farben, deutlich mehr Farben als die Chanel-Sandalen. Auch das Thema Verfügbarkeit ist natürlich deutlich besser, weil bei den Chanel-Sandalen, die sind permanent ausverkauft, dass die in 42 überhaupt noch einmal da waren, war ein großes Glück, weil die sind eigentlich immer vergriffen. Und es gibt die Chanel-Sandalen zwar auch immer mal in verschiedenen Farben. Ich habe sie auch, glaube ich, schon mal aus einem Jeansstoff gesehen. Also es gibt auch andere Materialien. Aber das ist natürlich nicht so, ich möchte das haben und kaufe das, sondern es ist mehr so, ich muss entweder sehr lange drauf warten, bis genau das da ist, was ich haben möchte, oder ich habe Glück. Oder aber ich muss gucken, was da ist und entweder gefällt mir das oder mir gefällt das nicht. Bei den Birkenstock-Sandalen ist es so, die haben eine große Farbauswahl, haben verschiedene Leder. Es gibt auch vegane Ledervarianten aus Birkenflor. Da habe ich auch das Modell Madrid in Braun. Und da ist man sozusagen ja dann an der Stelle ein bisschen flexibler. Preislich natürlich ein ganz anderer Punkt. Die haben regulär gekostet 90 Euro. Die Velour-Leder-Sandalen liegen bei 130 Euro an der Stelle. Das ist viel für eine Sandale, aber ich weiß ja, wie viele von euch auch schon Birkenstock-Sandalen haben. Und wenn man dann erstmal die richtige Größe für sich gefunden hat und eine Sandale, die man dann gerne trägt, dann hat man davon halt auch jahrelang was. Also von der Qualität her würde ich aber bei beiden sagen, von der Qualität bei beiden, wenn man dann seinen Schuh gefunden hat, dann trägt man den halt auch jahrelang. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es gibt, wie gesagt, halt diese normale Breite und die schmalere Breite bei den Schuhen. Das heißt, da kann man sich das an der Stelle auch noch so ein bisschen an den Fuß anpassen. Und es gibt jetzt nicht jedes Modell und jedes Leder damit, aber prinzipiell gibt es eine Weichbettung und eine Hartbettung. Ich meine, das sind die zwei verschiedenen, die es gibt. Wenn ihr da mehr wisst, falls es noch mehr verschiedene Bettungen gibt, dann lasst mich das gerne nochmal in den Kommentaren wissen. Das Modell ist auf jeden Fall eine Hartbettung, das heißt, das Fußbett ist halt eher fester. Ich muss sagen, das trägt sich total gut. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich irgendwie auf Stein gehe. Also ich habe ein angenehmes Fußbett. Es ist fest und strukturiert, das merkt man schon. Und ich merke aber auch den Vergleich, weil meine Velour-Leder-Birkenstock-Sandalen in dem Modell Arizona sind eine Weichbettung und das Fußbett ein bisschen weicher. Ich glaube allerdings, dass es das Naturleder nicht in der Weichbettung gegeben hat. Und das ist dann noch ein bisschen sanfter am Fuß. Das heißt, wenn man vielleicht irgendwie beim Auftreten, bei meiner Mutter kann ich mir das zum Beispiel vortreten, die hat so ein bisschen Fußschmerzen mittlerweile und braucht auch andere Einlagen. Vielleicht wäre auch das da, wenn sie sich eine Birkenstock-Sandale kaufen würde, ein Thema, dass man dann halt sagt, man geht auf eine Weichbettung und nicht auf eine Hartbettung. Aber auch da kann ich die Kollegen in den Birkenstock-Stores echt empfehlen. Die können einen da eigentlich ganz gut beraten an der Stelle. Ja, prinzipiell sind beide Sandalen ja gröbere Sandalen. Das heißt, die kann man sehr gut mit den gleichen Looks kombinieren, weshalb ich halt finde, dass man sie halt so toll vergleichen kann. Und jemand, der vielleicht sagt, ich gebe kein Geld für eine Chanel-Sandale aus, da ist vielleicht das Modell eine Alternative. Oder auch die von Aloas, von denen ich gerade gesprochen habe. Was ich für mich jetzt momentan aber auch merke, und da kommen wir so ein bisschen zu dem Unboxing, was ich euch mitgebracht habe, ist, dass mir eine femininere, schmalere, dezentere, nee, nicht dezenter, also eher schmaler und femininere Sandale in Schwarz fehlt. Da habe ich keine im Schrank. Aus dem letzten Jahr weiß ich ja, dass die Oran-Sandalen nicht unbedingt bei mir passen, wobei ich überlegt habe, ob ich doch nochmal in einen Store gehe und es nochmal anprobiere.
mit ein Jahr mehr Wissen auch, was so andere Sandalen an meinem Fuß angeht. Also ich würde gerne noch mal gucken. Ich hatte letztes Jahr die Oran-Sandalen mir nämlich in der Größe 42 gekauft in Marbella und dann aber mit der Zeit festgestellt, dass ich immer wieder an der gleichen Stelle irgendwie eine Blase gelaufen habe. Auch die Schuhe habe ich nicht viel getragen, die waren dann relativ schnell auch wieder weiterverkauft. Aber mir geht nicht aus dem Kopf, dass einer von euch mir gesagt hat, ich hätte die Sandalen vielleicht zum Schuster bringen können und weichklöppeln lassen. Also man kann das Leder, wenn das zu hart ist, anscheinend zum Schuster geben und der klöppelt das. Dann sind da natürlich, also so stelle ich mir das zumindest vor, keine großen, also man sieht das jetzt optisch nicht, dass da irgendwie einer drauf rumgeklöppelt hat, aber das Leder ist halt weicher und schmiegt sich dann angenehmer an den Fuß an. Und ich frage mich, ob mir das geholfen hätte, weil prinzipiell finde ich das MS-Oran-Modell wunderschön. Und was ich, glaube ich, halt gerne nochmal gucken würde, ist, ob der Schuh von der Länge her gepasst hat und prinzipiell von der Breite. Ich glaube allerdings, das war einfach prinzipiell nicht der Fall. Denn Anfang des Jahres, parallel zu den Chanel Dead Sandals, habe ich mir bei Hermès das Modell Ismir in der Farbe Naturel Asch gekauft. Und die Größe, die ist perfekt, habe ich Größe 43. Und das war der Grund, weil ich finde, das Modell ist mir, das ist nicht so feminin wie die MS-Oran-Sandale. Das ist halt klar, weil es ist halt eher ein Männerschuhmodell. Und diese Haarlasche, die beide ja an der Stelle miteinander vereinen, die ist bei der Ismir-Sandale halt größer. Sie ist aber deutlich femininer als so eine Chunky-Sandale an der Stelle. Und das war der Grund, weshalb ich gedacht habe, beziehungsweise als ich jetzt gestöbert hatte, festgestellt hatte, dass die in 43 verfügbar sind, dass ich mir das Modell Ismir in Schwarz nochmal bestellt habe, in Größe 43. Und ja, ich blende euch hier einmal das Unboxing ein. Also so viel zum Unboxing. Ich muss sagen, das Modell gefällt mir wirklich sehr gut. In Live sogar auch noch besser als auf der Webseite, weil ich da vom Leder her immer fand, dass das so ein bisschen komisch reflektiert hat. Aber das muss dann halt an der Fotografie gelegen haben. In echt finde ich den Schuh wirklich sehr schön. Und habe jetzt allerdings feststellen müssen, dass das irgendwie eine Fehlproduktion bei dem Schuh ist. Denn erstens an der einen Seite hat es so ein da gibt es so einen Übergang und der ist bei dem einen ganz smooth, also das ist so außen im Fußbett und auf der einen Seite ist da richtig so eine Stelle, als wäre das irgendwie so leicht aufgerissen, aufgebrochen. Das ist das eine, aber vor allem, also ich habe ja echt kein Glück mit Schuhkäufen, also das ist furchtbar. Aber dieser eine Schuh, der ist einen halben Zentimeter kürzer als der andere. Ich habe das auch ausgemessen an meinen MS-Ismir-Sandalen, die ich habe. Und der ist einen halben Zentimeter kürzer. Und zwar aber nur der eine von den beiden Schuhen. Also nicht das gesamte Paar ist irgendwie kürzer, sondern nur der eine Schuh. Und damit passt mir der Schuh nicht. Deshalb habe ich das Ganze jetzt auch schon zurückgeschickt und habe jetzt auch erstmal um die Rückerstattung gebeten, weil ich will jetzt für mich in Ruhe nochmal überlegen, ob das Modell denn diese feminine Variante ist, quasi, die mir an der Stelle vorschwebt, beziehungsweise weil ich halt immer noch im Hinterkopf habe, ich möchte die MS-Oran-Sandalen in Schwarz zumindest einmal anprobiert haben, um dann für mich wirklich sagen zu können, sie passt wirklich einfach gar nicht. Es ist nichts für meinen Fuß an der Stelle. Aber deshalb habe ich jetzt erstmal nicht um Neuzusendung gebeten, sondern erstmal um Erstattung. Ja, leider entsprechend ein Fail. Prinzipiell fand ich die Sandale aber wirklich sehr schön. Sie ist deutlich femininer als die beiden Sandalen, die ich hier habe. Ich zeige sie euch auch nochmal gerne im direkten Vergleich. Da sind sie also beide sehr chunky. Auch bei den Birkenstock-Sandalen gibt es übrigens Modelle, die man hinten schließen kann, falls ihr das übrigens vom Modell gut findet. Kevin hat so ein Paar auch aus Birkeflor in so einem Braunton. Das habe ich ihm letztes Jahr neu, aber auch Vinted neu gekauft für unseren Bali-Urlaub. Und die trägt er so gerne und so viel, auch beim Fahrradfahren. Das ist sogar ganz gut, wenn man irgendwie am Fahrradfahren ist. Zwar sind die Zehen natürlich vorne ungeschützt, allerdings ist hinten halt der Gurt da, sodass man einen guten, sicheren Halt in der Sandale hat. Also das Modell kann ich euch auch nochmal verlinken. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber das gibt es zum Beispiel auch von Birkenstock noch. Ja,
zwei wirklich schöne Sandalen, mit denen stehe ich auf Kriegsfuß. Deshalb ist so mein Fazit von den Schuhen her, dass sich der Kauf tatsächlich deutlich mehr gelohnt hat. Ich habe die Sandalen viel, viel mehr getragen. Der Preis ist deutlich günstiger als die. Nichtsdestotrotz sind das hier natürlich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Aber es hilft mir halt auch nichts, wenn ich was ganz, ganz Besonderes im Kleiderschrank liegen habe, was ich da nicht tragen kann, weil es mir nur Schmerzen bereitet. Also ja, es scheint immer auch vom Fuß abzuhängen, ob das passiert, habe ich den Eindruck. Vielleicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hinten irgendwie, da habe ich überhaupt keinen breiten Fuß, aber vielleicht, wenn man halt einen sehr schmalen Fuß hinten hat und es liegt gar nicht so eng auf, vielleicht ist das der Grund, weshalb das bei den beiden anderen, die diese Sandale haben, halt kein Thema ist. Ja, also falls ihr auch Erfahrungen mit den Sandalen habt, dann lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Hätte ich, auch die stehen ja auf meiner Wunschliste, die MS Cheaper, da bin ich auch am überlegen, ob das schwarze Modell da nicht auch was wäre. Das hat hinten diesen Gurt nicht. Allerdings hat das an der Seite auf jeden Fall auch so eine Schnalle. Ich hoffe nicht, dass die dann irgendwie am Drücken wäre. Aber mit dem Modell bin ich auch immer noch am liebäugeln. Auch da in Größe 43. Da gibt es keine zwei verschiedenen Breiten. Aber das finde ich zum Beispiel auch ein sehr schönes Modell. Wäre auch noch eine weitere Variante. Hätte ich sie auch sehr gerne in das Video mit eingebunden. Aber falls ihr Erfahrung mit der Cheaper habt oder noch andere oder ähnliche Erfahrungen mit den Chanel-Sandalen oder auch Birkenstock oder auch den Alohas, von denen habe ich bisher auch kein einziges Paar, von daher kann ich da auch nichts zu sagen, dann interessieren mich da eure Erfahrungen auf jeden Fall auch sehr. Und dann beenden wir das Video. Ich hoffe, das war hilfreich und nochmal ein guter Einblick. Hilft euch nochmal in euren persönlichen Kaufentscheidungen oder Wunschlisten vielleicht auch. Eher so mit Hinblick, weil jetzt kommt ja bald der Herbst. Wir haben zwar diese Woche nochmal einen extremen Sommereinbruch mit 30 Grad, aber der Herbst, der steht, würde ich sagen, wirklich kurz vor der Tür. Dann ist es vielleicht auch eher ein Thema so für eure Wunschlisten fürs nächste Jahr. Und da hoffe ich, hilft euch dieses Video ungemein. Falls noch Fragen offen sind, lasst mich das wissen und dann sehen wir uns bald wieder, ihr Lieben. Bis dann, ciao!